Yeah, ich hab vergessen, wie der Einstieg geht. Doch nicht so schlimm, war wohl nichts Wichtiges. Kein Problem, ich mach mein Ding wie Wahrsager im Handumdrehen. Ich bin kein Mensch, ich bin der Prototyp vom iPhone 10. Ich bin unfassbar. Uppercut. Keiner von euch hat solche Kombos. Apfelsaft. What the fuck, ich komme mit Flows um die Ecke, als würde ich um die Ecke kommen und zwei Florians anschleppen. Kollegas Goldkette glänzt meine Steinalt. Edgar Wasser, ich trag die Nahrungskette um meinen Hals. Geh ich zu weit, wenn ich solche Dinge sage, oder braucht man jetzt dafür wieder eine deutsche Fahne? Ich komm nicht hinterher, gib mir mal die Zeitung. Hier Nationalstolz als Modeerscheinung. Sowas Wunderschönes hab ich ja noch nie gesehen. Wir haben unseren Stolz zurück. Halt die Schnauze. Von wegen unterdrückte Gefühle befreien. Es gibt einen Grund, warum die unterdrückt sind. Was Aufarbeitung, als wäre alles ausradiert, wenn du dir die Deutschlandfarben in deine Fresse schmierst. Schmink dich ab, ja, ja, hat alles Spaß gemacht. Reg dich lieber wieder drüber auf, dass ich das sagen darf. Ich habe den Schwamm hier. Ich sperre eine Gruppe Nazis mit Nichtdeutschen in ein Haus. Zünd das Gebäude an und rufe: Ausländer raus! Yes, yes, der Edgar hieß very sarkastisch and speaks not good English, aber das macht nichts. Ich geh auf eBay und biete Parole. Pädophile Kannibalen essen Kinderportionen. Doch es gibt schlimmere Situationen. So wie Luke, ich bin doch nicht dein Vater, du bist Hitlers Sohn. Und pass, ich war schon immer ziemlich scheiße. Wie? Meine wie vergleichen? Ich bin der Allerbeste, hier ist so. Keine Frage, so wie ein Stromausfall bei einer Quizshow. Auch ohne Boss-Transformation knocke ich beide Klitschkos aus. Nicht mit der Faust, ich mache K.O.-Tropfen auf Milchschnitten drauf. Ich bin der Grund, warum Kim Jong-un die Raketen nicht schießt. Würde man mich aus der Gleichung nehmen, würden Frauen so viel wie Männer verdienen. Ich bin der einzige Mensch, dem der Bankautomat keine Hunderter gibt. Ich könnte Mexiko dazu bewegen, die Mauer zu zahlen, doch tue es nicht. Die Zwei-Faktor-Authentisierung war nur ein Trick von Steve Jobs, damit er meine Nummer kriegt. Keiner auf meinem Level, niemand in meinem Blickfeld. Bin einsam an der Spitze, wie die Spermie, die zum Kind wird. Ich stampf dir die verdammte Schädeldecke ein und trampel dann auf deiner Gehirnmasse herum. Gedankengang. Das ist doch der Shit, den du liebst. Miami gibt mir den Beat. Durch ein paar Gitterstäbe, ganz okay. Doch ich hätte lieber paar spitze Gegenstände, um mein Innerstes nach außen zu tragen. Aber der Beat ist auch okay, der Beat ist auch okay, okay? Ich und Fat Tony zu zweit, wir sind ein Team wie Bonnie und Clyde. Im Team, nicht intim, Betonung vergeigt. Jetzt herrschen komische Vibes zwischen uns während der Studiozeit. Ich will die Stimmung auflockern und lutsche ihm ein. Okay, ich gebe es zu. Ich hab seit 4 Jahren ein Hakenkreuz-Tattoo. Doch für die ersten 3 dachte ich, es sei ein chinesisches Schriftzeichen für Liebe. Jetzt steht es für Schicksal. Cool Savage und ich vergleichen unsere Wie-Vergleiche. Wie cool Savage und ich beim Vergleichen unserer Wie-Vergleiche. Jetzt kommt der Edgar Wasser rein. Ich stell die Dinge auf den Kopf, alter Ketchup-Flaschen-Style. Aha. Aha. Retro-Gott-Kopie Nummer 1. Du fühlst dich dazu berufen, mich zu korrigieren. Doch du bist nur dazu prädestiniert, darüber zu diskutieren, ob Paris Hiltons Nase echt ist oder operiert. Ich ekel mich vor dir wie vor einem Polizeirevier. Ich wollte eigentlich gar nicht antworten. Also ich will gar nicht antworten. Ich will nicht antworten. Sebastian Weisinger, sei nicht so gemein zu mir. Warum tust du Boy heißen, wenn du jetzt 33 wirst? Pass auf, dass du keine Zeit verlierst. Nicht, dass du schon 40 bist, wenn du dich für das Praktikum bei Snipes bewirbst. Für Sex mit Jungs aus Asien musst du nach Thailand fahren. Was du brauchst, ist ein Moneyboy, Sebastian. Nein, ich habe keinen Schiss, bin kein Opfer. Frag die alten Mitschüler, die ich gemobbt hab. Jedes Mal, wenn jemand nicht in die Quadrate auf den Bordstein tritt, stirbt irgendwo ein Waisenkind. Ist grad ne tolle Zeit für deutschen Hip-Hop. Du verkaufst dein Scheiß durch Prostitution, das nennt man Strichcode. Ja, ja, dein Album ist schon super krass geworden. Ich überspringe jeden Song, so wie der Punkt bei Karaoke. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, Gangster hören meine Songs, weil sie in Streifenwagen laufen. Ich bin der Schlupfen, der sich festsetzt, kurz nach dem positiven AIDS-Test. Ich bin nicht Willen Tell, ich baller mir die Birne weg. Manche Menschen verführen gerne Kinder, so wie Peter Pan. Das geht mir gegen den Strich, wie Moonwalken auf der Reeperbahn.
Reeperbahn. Stelle den Rest in den Schatten wie kalte Getränke, wenn ich das Mic in die Hände bekomm. Mein Swag leuchtet im Dunkeln. Ich bin wie eine Chemotherapie für Rapunzel. Ich bin eindeutig ein bisschen krank. Hannibal Lecter ohne Küchenuhr. Hirn verbrannt. Halt die Fresse, das war kein Sarkasmus. Ich entferne deine Zunge mit einem Messer. Wer ist jetzt geschmacklos? Ich geb keinen Fick drauf, was irgendjemand sagt. Edgar zu dem fucking Wasser, Baby. 44 Bars. Gute Laune, buntes Konfetti und sowas. Ich schubse die Oma im Hühnerstall vom Motorrad. Denn mir egal, auf welchem Weg ich mein Ziel erreich. Kennt jemand die Tastenkombination für Zufriedenheit? Shift gedrückt halten oder loslassen. Kopf voller Fragen wie ein Pornodialog vom Stromkasten. Da ist es nicht verwunderlich, dass ihr mich ankotzt. Spitz mal besser deine Ohren, Van Gogh. Leben ist ein Virus, Link. Ich hoffe, dass ich nicht draufgehe. Wenn die Erde eine Scheibe wäre, würde Gott sie niemals auflegen. Ja. Tony ist back, nee, stopp, das ist der falsche Part. Ach egal, kein Bock nochmal von vorne anzufangen. Ist nur schade, weil ich halt am Anfang meiner Strophe eigentlich die Heilmethode für HIV verraten wollte. Sei's drum, erst dass ich kein Taktgefühl hab. Mein Flow hat Migrationshintergrund, er passt sich nicht an. Mein Flow ist ein Asylbewerber aus Nordafrika, für den dich deine Frau verlässt, nachdem er sie vergewaltigt hat. Ah nee, mein Flow ist ein syrisches Flüchtlingskind, das Richtung Mekka betet, dass du fristlos gekündigt wirst. Und werden seine Gebete nicht erhört, wird er lernen und studieren. Klassenbester werden sich in die Gesellschaft integrieren, sich bei seinen Bewerbungen bemühen, sodass man ihn für einen Praktikumsplatz in deiner Firma akzeptiert. Und nach etwa 20 Jahren ist er Chef deiner Etage und setzt dich auf die Straße. Alles, was ich von mir gebe, ist konfus. Ich brauch Pflege vom Doktor in ärztlicher Obhut. Ich schwänger Beatrix von Storch mit einem löchrigen Kondom und sie verhüllt unseren Nachwuchs mit einem muslimischen Kopftuch. Ich frag dich nach einem Doppelreim, schlage dir den Kopf dann ein und schleife deine Leiche über die Straße wie ein Hochzeitskleid. In meinem Körper steckt ein nachtaktiver Poltergeist. Das heißt, wenn der Mond erscheint, geh ich spazieren mit gebrochenem Bein. Oh, wenn man mir das Mic übergibt, begehen 9 von 10 Wack MCs gleich Suizid. Dem einen von ihnen, der noch am Leben bleibt, zahle ich die Scheißtherapie im Schwimmbad mit Delfin. Nachname Wasser, Vorname Edgar. Ich bin ich und gleichzeitig mein Simultanübersetzer. Heiliger Stroh, sag. Ich sag es mal so, ja, ich lauf mit 30 Pistolen in die Scheißredaktion von Charlie Hebdo und rufe, zeichnet mich los. Was? Ich bin wahnsinnig dope, also lethargisch und stoned. Und so schlaf ich mich hoch auf Kool Savas seinen Thron. Stell dir vor, wie ich mit Make-up und Minirock als Mädchen verkleidet nachts an seinem Hotelzimmer klopf. Top, top, Baby, lass mich rein, ich bin Veganerin. Stell dir vor, er lässt mich rein. Stell dir vor, wir heiraten und adoptieren nach einem knappen halben Jahr ein Waisenkind. Stell dir vor, wir leben glücklich, bis ich dann die Scheidung will. Stell dir vor, wie dann seine Krone an mich geht, weil es kleingedruckt im Ehevertrag steht. Mir doch scheißegal, ob ich gut Auto fahren kann. Im Gegenteil, ich zieh Polizisten aus dem Verkehr. Ah yeah. Ich blicke durchs Fadenkreuz, ziele aufs Hakenkreuz. Richte den roten Punkt auf die Stirn von Beatrix von Storch. Aber ich schieße nicht, möchte nur ihr Gesicht sehen, wenn sie verzweifelt abstreitet, dass sie aus Indien ist. Das ist, was ich mach. Pennen bis um 1, kurz pissen gehen und dann pennen bis um 2. Spin and go zocken auf der Pokerstars App. Bin kein Pornodarsteller, doch mach Kohle im Bett. Check. Ich hab so viel Zeit. Ohne Scheiß, suche seit einer Woche einen Doppelreim auf Trockeneis. Robert Geist. Das ist wie kotzen gehen bei Anorexie, da ich nur das tue, was mein Bauchgefühl mir sagt. Tag für Tag, immer der Nase nach, wie ein Privatdetektiv, der Steffi Graf zu beschatten hat. Du denkst, das sei bloß eine Punchline, doch ich ernähre mich nur noch von Okra und Lammfleisch. Ja, das ist, was ich mach. Kiffen und dann diskutieren, ob Biggie oder Pac. Stundenlang versumpfen mit Serien im Netz. Nichts tun und es trotzdem besser machen als der Rest. Du siehst mich in der Küche, wie ich nickend vor dem Herd sitz. Sample auf dem Schneidebrett, Drums drauf und fertig. Ich bin keiner von den gewöhnlichen Typen. Ich verpass dir keinen Korb, nein, ich schlage dich mit Einkaufstüten. Wortspielerei oder Frauenfeindlichkeit. Edgar Wasser kommt vorbei und macht beides allein. Keiner ist bereit auf die lyrische Raffinesse. Taubstumme kommen bei mir vorbei und sagen, halt die Fresse. Das ist eigentlich nicht lustig. Wär ich taubstumm und würde sowas hören, wäre ich echt sauer. Aber auch ein bisschen glücklich, dass ich etwas hören kann. Also jetzt reicht's aber. Ach Quatsch, ich presse meine Wörter in den Takt. Wie ein Nekrophiler eine Leiche zurück in den Sarg. Edgar Wasser, ich bin kein Rapper, sondern nur Umdenker. Der Mensch ist Gottes Werk, dann ist der Zuhälter nur Kunsthändler.
Ich keep es echt, jeder Text ist ein Meisterwerk. Ich schraub Kollega mit seiner Goldkette fest an meinem Herz. Kochaura, ich habe den Funk verdammt. Ich bin am Start wie ein Nachbarland. Ganz entspannt, bladidadi, gib mir mal das Mic jetzt. Und ich komm rein, als wär ich mit dem Türsteher befreundet. Meine sogenannten Gehirnzellen sind gar keine. Das sind ein paar super wunderschöne Glitzersteine. Das hier ist Sprechgesang mit Sinn und Herz. Ich würd deine Mutter ficken, wenn ich nicht so schüchtern wär. Yeah. Meine Fans wollen mein Album bald, doch ich lass auf mich warten wie die Kotze im Giraffenhals. Ich kack diesen Pierre Vogel auf den Kopf und er hat Scheiße in sein Bart, als wär das Klo bei ihm verstopft. Ups. Und Alias findet mich nicht so gut, jetzt ehrlich, als ob ich einen Fick auf jemanden geb, der Jimmy Blue die Texte schreibt. Dein Bombenalbum war so dermaßen scheiße, das neue sollte jetzt am besten Fehlzündung heißen. Spaß, Themawechsel. Außer nix tun, tu ich fast gar nix. Aha. Studium abgebrochen, wie der Bug der Titanic. Ob sich das ändert in Zukunft ist fraglich, wollte wissen, was ich will, die Google-Suche ergab nichts. Mann, ich hab so viel zu erledigen, im Ernst jetzt. Essen, kacken, duschen und das war nicht mal die Hälfte. Und dann soll man sich da noch um eine Karriere kümmern? Das wird mir zu viel, wie der chinesischen Regierung Kinder. Vollkommene Prokrastination. Vom Beruf bin ich sozusagen Sohn. Der Plan war eine Ausbildung suchen oder so. Das Resultat, ich schau erstmal YouTube-Videos. Hey! Scheiß doch auf ne Bewerbung, ich schreibe nen Songtext. Mein Beitrag zur Gesellschaft, Deutschrap. Das hier geht raus an meine Eltern, ich schwör, ich würd euch ein Haus kaufen, wäre mein Taschengeld drin. Ich bin ein klein wenig Banane wie im Multivitaminsaft. Shimmy, shimmy, ja, ich bin wieder mal am Start. Wie das 3-2-1 bei Super Mario Kart. Der Hip zu dem Hopper, witzige Sprüche, Klopfer. Sogar Schleudertrauma-Patienten nicken zu Edgar. Wasser, man, es ist Edgar, der bessere Rapper. Verglichen mit dem Rest, wenn wir davon ausgehen, dass Biggie wirklich tot ist. Und es gibt keinen Grund zu glauben, dass Biggie lebt. Wenn es nicht die klare war, dann gibt es ja noch AIDS, Krebs, Lungenentzündungen, Briefbomben und FedEx. Soll heißen, ich bin schon stochastisch betrachtet der Beste. Aha, yes sir, Edgar, der Staubsauger-Ausschalter. Wenn es Sonntag früh ist und ich noch eine Stunde schlafen will. In meinen Augen gibt es da keinen, der besser ist, denn Tupac weiß genau, dass er wieder auf die Fresse kriegt, wenn er sich nicht weiter totstellt, der Bastard. Gute Laune, jetzt ist Edgar Wasser, hier macht Platz da. Doch wenn die Nacht einbricht und alle schlafen, lieg ich in meinem Bett und höre alle seine Alben, auch die neuen Sachen, die ich zugelassen hab. Dann ruf ich Biggie an und kaufe ihm ne Knarre ab. Mann, es ist Edgar, der Name hat Priorität, mein allerbester Rapper auf der Erde, was geht? Wär ich Pinocchio, dann könnte ich solche Dinge nicht sagen. Aber ich bin nicht Pinocchio, Mann, wie ist mein Name? Ich bin wie schlechte Hundebesitzer, Mann, ich hab immer etwas auszusetzen. Mein Geschmack ist Adolf Hitler, niemand kann ihn treffen. Und ohne Hässlichkeit ist das Leben nur halb so schön. Die Welt ist meine Badewanne, aber keiner hat den Föhn. Ich bin wie gute Lückentexte-Schreiber, ich hab immer etwas auszusetzen. Mein Geschmack ist Adolf Hitler, niemand kann ihn treffen. Hey! Ich lehne mich gerne aus dem Fenster, außer wenn ich eigentlich auch drin rauchen darf. Ah yeah, Edgar ist zurück, ich bin der King unter den Einäugigen, weil ich zwei Augen hab. Bin ich besser als der Nazi, der den Ausländer rausschmeißen will, wenn ich den Nazi rausschmeißen will? Natürlich. Edgar zu dem Wasser, der Sprechsänger der Stunde. Leute können es nicht fassen, wie querschnittsgelähmte Hunde. Purer Stumpfsinn ist, was ich zu bieten habe, denn meine Wortspiele sind flach wie die Niederlande. Meine Texte sind so lala wie Tinky Winky Dipsy und Po. Edgar Wasser trägt seine Texte vor. Ich stech aus der Masse heraus, so wie eine Plätzchenform. Der Edgar Wasser und der Dickere von King Fresh. Wir kommen im Spiel Zettel zum AIDS-Test. Take that, yeah. Die Bullen kommen, ich sag, es tut mir sehr leid. Ich hab nen gravierenden Fehler gemacht, Gutenberg-Style. Hey. Es ist der Edgar mit den schweren Händen, komm mir in die Quere. Eine Geste reicht, um deine Eingeweide freizulegen. Ich sorge für Panik, wie am Badestrand ne Haiflosse. Denn ich tick nicht richtig, wie ne defekte Zeitbombe. Auch wenn meine Wortspiele nicht immer so gut sind, ich geb nen Fick drauf, ich spendier freudige Huren. Und ich flieg durch den Beat wie ein Adler, dem man seine Flügel ausgerissen hat und durch Flugzeugturbinen ersetzt hat. Edgar und Bang Buff Beats, ich kann sagen, was ich will. Ich sag, was ich will, keiner kann mir das nehmen. Ich hab drei Finger mehr an meiner Hand. Acht geben. Meine Konkurrenz, ich lach über die Trottel. Zukowski mit Tippfehler im Vornamen. Roffel. Nein, Mama, ich hab keine Drogenprobleme. Ich geh nur mal kurz im Park und übe Photosynthese. Der Sprechsänger, immer wieder Texthinder. Ich steh an der Spitze wie ein talentierter Balletttänzer. Bedeutet, wenn ich meine Strophenflow, dann wirst du leise. Sidechain-Kompression. Benete.
kritisch. Ach, der Sprechsänger ohne Denkvermögen. Meine Reime sind spitze, so wie gotische Fensterbögen. Yeah, so geht das ab, alter Chefsache. Ich bin am Start wie die Select-Taste. Ach, ich bin so wahnsinnig stark, ich kann sogar Nazis an ihren Haaren herbeiziehen. So wie sie ihre Holocaust-Flügen. Ich kann sogar ohne Flügel aus der Wohnung rausfliegen. Hohle Wortspiele über alles, okay, über alles. Ungefähr wie Autotune bei Lil Wayne. Zombies wollen mein Gehirn, doch nur wenn sie Diät machen. Ich scheiß auf ne Respektsperson. Ich bin die Definition von bestmöglicher Perfektion. Meine Konkurrenz besorgte sich Strick und Stuhl. Jetzt hängt sie rum wie bei erektilen Dysfunktion. Ihr seid hohle homophobe Chauvinisten. Eure Songs werden übersprungen wie Dialoge im Pornofilmen. Man findet deine Scheißleiche zerfleddert in einem seichten Gewässer. Die Polizei meint, es war Edgar. Doch weil mir eure Normen einfach am Arsch vorbeigehen, töte ich euch, denn meine Normen heißen mit Nachnamen Bates. Move, geh mal aus dem Weg, wenn der Edgar flow. Mann, ich bin krank, aber nur ein Tick, Tourette-Syndrom. Ey, ich bin politisch korrekt. Echt? Ich würge Frauke Petri beim Geschlechtsverkehr, weil sie es so mag. Doch höre sofort auf, wenn sie das Safe-Word sagt. Ich schieße auf Stefan Brandner auf dem Sportplatz, denn er ist gerade der Torwart. Ich schlage Beatrix vom Storch verschiedene Restaurants zum Abendessen vor. Deutsche Küche. Ich poliere Björn Höcke die Fresse, entfern mit Zahnseide hartnäckige Essensreste. Ich beseitige Alice Weidel, Sorgen und Zweifel, und stehe ihr zur Seite. Ich bespucke Bernd Glucke, weil Speichel gegen Mückenstiche hilft und seine grad furchtbar jucken. Ich bring Alexander Gauland um den Verstand und komm mit ihm zusammen. Mann zu Mann. Okay, kommen wir zum Fazit. Jeder von euch ist ein natürlich schöner Mensch. Ich könnte kotzen, denn ihr seid alle voll intelligent. Es gehört zwar nicht zum guten Ton, doch jeder von euch ist 100% cool. Ich weiß, es ist ein Unding, doch wenn ich euch sehe, werde ich euch umarmen. Und weil ich keine passenden Übergänge parat hab, wechsle ich das Thema wie ein schizophrener Charakter. Bei jeder hohlen Zeile, die ich schreibe, stirbt ein Baum ab. Die Menschheit geht drauf, weil sie nicht mehr atmen kann. Ja, das Leben ist wie nach einer Chemotherapie. Aus dem Krankenhaus kommen und beschimpft werden als Neonazi. Doch ich mach das Beste daraus, zieh ne Perücke auf und stell mich selber vor das Krankenhaus. Ah yeah, der Edgar ist da, ich bin der King unter den Zweijährigen, weil ich Tränengas hab. Ihr seid alle wack, die Presse findet dein Album verdammt gut. Das ist mir Jacke wie Hose, so wie ein Ganzkörperanzug. Strophe 2, in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt eh keiner mehr zuhört, ist es auch egal, was ich sag. Also nutze ich die Gelegenheit und schalte den Sarkasmus-Modus ab. Alles, was ich hab jetzt sage, ist ernst gemeint. Natürlich nicht, es war ein Scherz, ist doch klar. Ich würde niemals aussprechen, was ich in meinem Innern trag. Ich bin doch nicht bescheuert, ich mein, sagst du mal deine Meinung, heißt es gleich, man wäre Holocaust-Leugner. Scheiß Gesellschaft, ja stimmt doch, verdammt, dann will ich wenigstens nen scheiß Bambi für Intoleranz. Ich bin der Beste, keiner, der mir das Wasser reicht. Du wärst gerne Jesus, aber Edgar Wasser reicht. Ach, Edgar Wasser ist der Illest. I'm motherfucking rap the moment up. Ach, Edgar Wasser ist der Illest. Edgar Wasser ist der Illest. I'm motherfucking rap the moment up. Ach, Edgar Wasser ist der Illest. Solange Wasser da ist, vermehrt es sich unaufhörlich. Wasser. Nichts weiter als Wasser. Ich habe Swag wie ein Weg mit einem S davor. Wenn ich masturbiere, stelle ich mir S davor.